Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder TFT. Es ist voraufgenommen. Nächste Woche bin ich nämlich mit meiner Freundin im Urlaub. Und deshalb, Spatula, nehme ich, gibt es erstmal voraufgenommene Videos. Bis nächste Woche. Ich hoffe, das ist okay für euch. Wenn nicht, dann müsst ihr es halt nicht angucken. Ne? Mein YouTube ist ja alles freiwillig. Und genau. Deswegen mache ich das jetzt erstmal so Legion TD2 und TFT abwechselnd, weil TFT kann ich flüssiger hintereinander aufnehmen als Legion. Bei Legion sind es immer so 10 Minuten Q-Time. Käffchen dazu. So, und da ich den Mod jetzt gemacht habe, machen wir so schöne Musik rein. Vielen Dank. So, jetzt gib mir noch eine Spatula. Dann bin ich happy. Und Spatenschart. Er muss doch irgendwas bewirken. Der Pfannenwender. So, nebenbei kann ich den Item Cheat Sheet mal wieder hochholen. Der ist hier. So, da ist er. Kurz gesehen. Zweimal Darius. Kein Wild. Musik ein bisschen leiser, wenn das geht. Würde. Danke. Entschuldigung. Ja, ein bisschen müde. Warwick. Ne, ich lasse Warwick mal drauf. Macht ja keinen Unterschied, ob ich den jetzt gegen Mordekaiser austausche. Das kommt auf selbe hinaus. Wir könnten. Oh mein Gott, wenn wir eine Kettenweste kriegen, könnten wir Warwick zum Ritter machen. Wenn wir denn ein Item bekommen. Das ist so das einzige Wenn, was wir hier gerade haben. Kein Item. Auch kein Item. Wie sieht es denn hier aus? Zwei. Eins. Oh, da ist schon Morell los. Ja, gut. Sieht aber ganz danach aus, als würden wir bisher Ritter gehen. Jeden Ritter bisher. Und wenn wir jetzt bitte eine Kettenweste kriegen würden, dann hätte ich direkt vierer Ritter. Warte mal. Mit Rittern kann man sehr gut Bogenschützen gehen. Nehmen wir einfach mal mit. Und jetzt so ein Warwick 2, Darius 2 und eine Kettenwisse. Das wäre optimal. Das wäre der Start, den ich wünschen würde. Gib mir eine Kettenweste. Please. Kein Item, kein Item. Oh ja. Also, wir spielen das Spiel heute auf schwer. Ein Riesenschwert. Wir könnten ihn zum Assassin machen. Ha. Belastend. Mordekaiser. Dann scheint das so, als würden wir für eine Losing Streak gehen. Dann gehen wir einfach dreifach Ritter und dürften eigentlich nicht gewinnen damit, mit der Combo. Und sonst haben wir hier auch nur Wild. Eigentlich möchte ich ja dann auf Income gehen, ne? Ich könnte doch einfach alles verkaufen. Und dann gehen wir schön Zaubermeister. Ja, gegen den verlieren wir. Vielleicht kriegen wir die Fiora raus, dann sind das schon mal zwei Schaden weniger. Das wäre lustig. Ah, die Fiora verprügelt uns einfach. Ja. Ah, das wird sehr schmerzhaft, glaube ich. Ja, das wird sehr wehtun. Schade. Vielleicht kriegen wir noch irgendwelche Upgrades. Eigentlich bin ich in einer echt guten Position für einen Losing Streak. Da ist noch eine Vayne. Mit Pike könnten wir. Wir gehen einfach fürs volle Interest. Verkauf Mordekaiser und packen Graves drauf. Dann sind wir nämlich schon mal auf 10 Gold, kriegen schon Interest. Und vielleicht kriegen wir Lucky noch einen Gangplank. Ja, den Gangplank schon. Okay, gut, wir kriegen keinen Gangplank. Graves 2 und Morellos Garen.
Kriegt man daraus früher die Ulti raus? Nein. Das ist ein großes Auerbubu. Mag ich ja ehrlich gesagt nicht so, ne? Da muss ich erstmal den Kopf schütteln, drehen, wie auch immer. Gib mir einen Gangplank. Das ist kein Gangplank. Aber wir könnten auf 20 Gold kommen. Dafür müsste ich noch halt auf die Schnauze kriegen. Machen wir einfach. 20 Gold Interest nehmen wir mit. Und bis zu den Crux wollen wir verlieren. Dann kommen wir nämlich jetzt mit Losing Streak 7, 8 Gold. Das sind schon 4 Einheiten. Bruder, warum ist mein Garen AFK? Ah ja, hi Garen, ich bin jetzt auch da. I'm Garen, I'm helping. Das Karussell ist uns sicher, Jungs. Ja. Eigentlich möchte ich in der Runde ja schon anfangen. Nach der Runde bin ich auf 30. Ich bin jetzt der Erste. Ich bin eine Spatula, definitiv. Dass ich definitiv eine Naturgewalt habe. Da ist eine Spatula, die Fiora. Und sie kommt sogar zu mir. Nettes Ding, du. Da wäre noch ein GP gewesen, aber ich habe den Pike ja verkauft. Also habe ich den Pirate Buff nicht. Hätte ich den Pirate Buff eh nicht bekommen. Oh, okay, ich dachte, der nimmt ihn jetzt weg. Haben wir die Naturgewalt. Und dann schauen wir mal, was uns das Karussell so gibt. Versuchen wir jetzt schon mal auf eine Combo zu gehen. Hab natürlich jetzt schon gutes Interest. So. Naturgewalt. Drauf. Wir kaufen erstmal alle Tier 1 Units hier. Und platzieren die. So. Wollen ja eigentlich weiterhin verlieren. Aber mit der Option, dass wir die Crux dann später gewinnen. Ja, gegen den sollten wir verlieren. Der hat 3 Tier 2 Units. Oh, stimmt, ich kann ja 5 Einheiten platzieren. RIP. Vielleicht sind wir ja auch lucky und kriegen diesmal ein paar raus. Aber sieht eher danach aus, als würden wir auch wieder deftig verlieren. Ja, Kassadin geht auf Warwick. Kriege ich den Warwick noch? Nee. Das sieht ehrlich gesagt nach maximalem Damage aus. Au. Ah, Schmerzen. Kommen wir jetzt auf 30 Interest. Nobel scheint gerade sehr vertreten zu sein. Dann sollte ich statt auf Nobel eigentlich Level Up gehen, ne? Machen wir. Ja, machen wir. Aber was? Dann verkaufe ich die noch. Ich muss auf 8 kommen. Platziere die 2 Kassadins, bin auf 30 Interest. Krieg jetzt natürlich richtig halt auf den Sack. Aber das ist die letzte Runde, wofür dann nächste Runde geben wir unser ganzes Geld aus. Sind ja jetzt Level 5. Haben also 6 Einheiten auf dem. Können 6 Einheiten auf dem Board haben. So. Und jetzt, Jerome, hast du eigentlich schon verloren, weil ich keine Ahnung mehr habe, wie das jetzt funktioniert. So. D ist ready. Wir wollen für Zaubermeister gehen. Wir sind Level 5, haben eigentlich noch eine gute Chance da drauf. Vega, nice. Tier 1 nehmen wir mit. Kassadin. Gestaltwandler, Shyvana. Ja, Shyvana ist schon wieder da. Garen. Gnar aufs Board mit dir. Shyvana aufs Board. Ahri ist wild. So.
Nee, ich pack mal weg. So. Ah, ich hätte 6 Einheiten. Oh, jetzt verliere ich das. Wenn ich jetzt keine Items kriege, bin ich so traurig. Cassidy tankt. Wenn der Gnar durchkommt, bin ich zufrieden. Ja, dann müsste es eigentlich gut werden. Gnar kommt durch. Ah! Boots! Boots! Jung! So, ein Hexig Gunblade haben wir. Macht Gnar den noch, ist die Frage. Nee, Gnar macht den nicht mehr. Ich habe die Naturgewalt vergessen, deswegen hat meine Einheit zu wenig auf dem Board. Ah, dann kriegen wir halt nochmal das Gold von der Losing Streak. Vega, Shyvana 2. Nochmal rerollen, Morgana, dann haben wir Vayne runter, dann haben wir Zaubermeister. Packen Gnar hier hin, packen Yordle noch drauf, oder was fehlt denn noch? Ich glaube, die beiden geben wir raus und packen den Vega noch drauf, ja. Dann sind wir jetzt Shapeshifter Zaubermeister und können das hier. Rabadons auf Morgana? Dürften jetzt aber auch nicht mehr so deutlich verlieren. Haben wir auch ein bisschen Interest, das heißt, wir können gleich wieder für ein Level abgehen. Gnar kriegt seine Ulti raus, oder? Ja. Ah, Gnar hat er leider für die Lulu gedodged, das ist belastend. Ah, kein Kill, belastend. So, Dille. Noch eine Morgana, eine Lulu. Noch ein Vega, das ist sehr interessant. Noch eine Lulu. Ahri und noch ein Vega. Ich glaube, ich nehme die Morgana raus und packe dafür Lulu drauf. Dann habe ich noch Yordle Buff. So. Ist die Ahri halt nur 2. Level 1 ist halt ein bisschen traurig. Ja, mit Zinsen kriegen wir natürlich keine mehr. Items sind wir auch nicht sonderlich gesegnet. Haben wir bisher nur 2. Oh, schöne Kombo. Lulu into... Oh, ich habe nichts gesagt. Seine Kombo scheint besser. Ah, da habe ich den Kill auf der Lulu ehrlich gesagt lieber gesehen. Ja, langsam müssten wir dann aufhören zu verlieren. Noch ein Käsedin. Morgana noch drauf. Die muss ulten. Oder ich mache noch einen Gestaltwandler drauf. Und wenn wir das gewinnen, kriege ich die Nidalee. Bin jetzt auf 6. Hat natürlich meine Chance deutlich verringert. Ich habe schon 7 Einheiten auf dem Board. Nur 6. Oh ja, schön auf den Garen, das ist wichtig. Oh ja, Yordle Buff macht hier relativ viel. Oh, schöne Ulti-Vega. Jetzt muss der Gnar noch ulten, please. Ah, das war wichtig. Oh, das war so wichtig, ne? Huh. Gnar ist tanky as fuck. Junge, es beginnt. Darauf, dass wir nicht mehr verlieren. Oh, dann die Nidalee wollte ich kaufen, genau. Eine Ahri fehlt mir, eine Lulu, eine Morgana, eine Nidalee. So, wir können uns wieder als erstes aufsuchen. Ist da ein krasser Sorcerer dabei? Da ist wieder eine Spatula dabei. Ein Kassadin. Eine Akali, ein Vega mit Trainer. Aber ich glaube, ich gehe für die Spatula auf Shen. Weil ich ja glaube, dass wir ja jetzt so langsam zurück ins Game finden und wenn wir nochmal eine Free-Einheit bekommen, wäre das maximal lustig. Vor allem mit Gestaltwandler-Buff sind wir eigentlich schon tanky. Nur ist es ein bisschen traurig, dass die Nidalee halt unser für den Gestaltwandler nötig ist. Sechser Zaubermeister, Aurelion, Katos würden glaube ich noch fehlen, genau. Und dann hätten wir Sechser Zaubermeister. Oh, da ist noch ein Gnar. Lecker. Noch eine Ahri. Gute Upgrades.
Ari-Upgrade. Den Gnar kann ich erstellen, wollte ich verkaufen, genau. Dann kommt der Gnar zu mir, sehr schön. Niederli kommt auch dahin. So. Ich sortiere das immer so, dass hier rechts die Einheiten sind, die direkt abgegradet werden würden. Und Riesenschwert. Aus dem Riesenschwert könnten wir einen mit einer Träne einen Spear of Trojan machen. Das wäre auf dem Vega ziemlich lustig. Auf der Lulu eigentlich auch, aber ich habe gehört, die wurde genervt, so wie der Spear. Assassins locken nicht gut raus. Ist belastend. Ja, das wird ein großes, blödes Aua, wird das. Ah, dieser Stun. Wie lange geht der denn bitte? Aua. Please do not finish me, main. Gnar 2, jetzt noch ist es der Slick Rick. Hier. Assassins und Knights. Muss ich umpositionieren? Läuft nämlich gerade nicht so wie erwartet. Gnar 2, ich habe mich nie beschwert. Niederli 2, sehr gut. So, dann müssen wir jetzt ein bisschen Frontline bauen. Niederli ist egal. Gnar soll früh ulten, aber ist nicht egal. So. Lulu ist eigentlich auch nicht egal. Machen wir so. Eigentlich haben wir jetzt gute Units. Und er ist auf 50 Gold. Lockt mich aber, glaube ich, nicht komplett raus, ne? Nee, gar nicht. Ha! Und mein Gnar tankt das hier. Junge! Gnar ist da! Die gehen hier alle auf Assassins, ne? Umso besser für mich, kriege ich meine Einheiten häufiger. Der Gnar 2 ist sehr wichtig gewesen an der Stelle. Warte mal. Jede Steigerung von Zorn gewährt 5 Angriffstempo. So. Die greifen ja alle an, ne? Wollen wir eigentlich nicht. So. Moment, so positionieren, dass nicht alle Einheiten von den Wölfen angreifen können. Und die Damage-Dealer möglichst weit hinten sind. Dass die auch tanken, also Schaden machen können. Ich spring da jetzt eigentlich ran. Gibt doch ziemlich aufs Maul. Au. Please do not crit, man. Ah, da sind die Items. Ah, sehr gut. Ich glaube, ich verkaufe Morgana. Mal gucken, ob ich jetzt eine Morgana kriege. Dann wird die Morgana draufgestellt. Statt Kesedin. Das ist eine Seju. So, wieder umpositionieren. Vega. Ne, Vega da. Lulu hier. Shyvana da. Lulu da. Niederli hier. Gnar dort. So. Sind wir auf 9 Gold. Kesedin kriege ich nicht mehr auf 3. Kann ich auch weglassen. Ich glaube, Rabadons auf Vega ist wichtiger. Ich wäre 6er Zaubermeister. Ich könnte noch jemanden zum Knight machen. Aber will ich das, ist die Frage. Ich hab sie kennen noch nicht in mich rein. Junge, was los mit dir? Der Inter vom Dienst. Oh mein Gott, hat der Gnar die Leute in den Kennen in sich reingeschubst. Junge, sie nimmt den Kennen. Oh, geile Kombo. So, noch ein Vega. Sonst sieht das eine KDU auf Vega, Alter. Schutzengel. Karussell ist nicht mehr weit entfernt, noch 2 Runden. Wie viel Schaden machst du denn mit der Ulti? 450. Mit dem Rabadons wird das nochmal 50% stärker. Wir haben einfach Zaubermeister-Buff. Wäre natürlich lustig, wenn er einfach hier jemanden deleten würde, ne? Und der Kassadin ist Magie-immun. Das ist belastend. Aber keine Assassins dabei.
Und der Kasselin geht auf meine Nidalee. Das ist sehr schön. Kasselin raus. Spear of Chojin. Belast. Gna, Gna, Ma. Na, Gara. Und Ulti. Nice. Nice Ult, bra. Sehr schön. Denn Lo, keine Chance, Bruder. Ich darf nicht mehr verlieren. Das ist das Ding. Swain, Gestaltwandler. Nidalee kann ich rauspacken. Ich habe immer noch Gestaltwandler-Buff. Er hat halt nur 50 Leben weniger, ne? Und ist halt noch. Hallo? Dämon, Gestaltwandler, Imperial, ja. Lulu-Upgrade wäre noch nett. Was sagt denn mein Cheat? Teamfight-Tactics. Was können wir aus der Spatula bauen? Ja, Force of Nature eigentlich nur, was interessant wäre. Kostenlose Einheitwerte. Oh, Ganzlinger, die ballern ganz schön, ne? Aurelion wäre noch nice. Oh ja, der Schubser in den Swain. Hammergeil. Und wie der sich gegenhält, ne? Oh, das ist aber jetzt wer unter mir. Das ist belastend. Das könnte jetzt Konkurrenz für meine Spatula sein. Sehe ich ja tatsächlich nicht gerne. Ich bin hier unten. Da ist eine Spatula. Auf dem Artox. Und da ist nächstes Gambit auf dem Graves. Oh, zweite Force of Nature. Jungs. Kriegen halt nochmal eine kostenlose Einheit aufs Board. Eine Morgana mit einem Rabadons. Sorcerer-Krasse gab es hier jetzt auch nicht. Zaubermeister, Entschuldigung. Sind die auf Deutsch gestellt? Ne, Gestaltwandler sind die auch Gestaltwandler und keine Shapeshifter. Wobei ich das... Also, ich finde das Wort Shapeshifter schon cool. Das ist schon ein gutes Wort. Wobei das... Ich finde Zaubermeister im Deutschen klingt sogar noch geiler als Sorcerer. Zaubermeister. Meister! Und ein Aurelion. Oh mein Gott. Jetzt halt die Frage, er hier weg, Aurelion definitiv rein. Und dann haben wir eine Force of Nature auf ihm, ja. Und Magie-Immunität für Drachen. Packe ich Velga noch einen Schritt nach vorne? Ja. Jetzt haben wir Drachen. Ich könnte... Nee. Ich muss leveln. Dann kann ich Morgana draufpacken. Dann habe ich 6er Zaubermeister. Ich habe zweimal Force of Nature. Ist das dumm? Ich bin halt Level 6 und habe mehr Einheiten auf dem Board als alle anderen. Ja, da ist die Magie-Immunität relativ Wurst. Ah, jetzt kriegen wir ganz schön auf die Schnauze, ne? Würdest du bitte ulten, Aurelion? Das wäre ziemlich wichtig gerade. Au, bin ich tot? Ja gut, das war's. Hat mich gefreut. Einmal gegen Boosted Animal gespielt und dann war's das. Aber grundsätzlich lief das ganz gut. Ich bedanke mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.